Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dr. Dix, Sie haben mit Ihrem Jahresbericht dem Abgeordnetenhaus wieder einen umfangreichen Bericht vorgelegt und der Senat hat sich mit diesem Bericht am 7. Juli befasst. Der Innensenator teilte nach der entsprechenden Senatssitzung in einer Pressemitteilung mit, jetzt Zitat, dass der Datenschutz in den Berliner Behörden groß geschrieben wird. Natürlich wird Datenschutz groß geschrieben, aber Herr Henkel meinte offenkundig was anderes. Die Probleme beim Datenschutz seien, so Herr Henkel, in den Berliner Behörden weiter rückläufig. Allein die Tatsache, dass ich mich heute hier an dieser Stelle persönlich und im Namen meiner Fraktion bei Herrn Dr. Dix für seine Arbeit bedanken kann, zeigt, wie ernst es die Koalition offenbar mit diesem Datenschutz nimmt. Eigentlich wollte Herr Dix zu Anfang Juni in den Ruhestand gehen. Aber Herr Dix ist noch im Amt, dankenswerterweise, weil es die Koalition bis heute nicht geschafft hat, dem Abgeordnetenhaus einen Vorschlag für seine Nachfolge zu unterbreiten. So ernst nimmt die Koalition den Datenschutz. Ich möchte mich bei Herrn Dix für seine über 10 Jahre Arbeit bedanken, auch im Namen meiner Fraktion. Die Berliner Morgenpost schrieb am 12.04.1915, Zitat, Alexander Dix hat sich einen Ruf als hartnäckiger Kämpfer für die Selbstbestimmung der Bürger über ihre Daten erarbeitet. Er gilt als Verfechter für transparentes Verwaltungshandeln. Dem kann ich nur zustimmen, verbunden auch mit einem Dank an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zurück zum Innensenator und der Koalition, die ja der Auffassung sind, dass in der Berliner Verwaltung der Datenschutz groß geschrieben wird. Verdrängt wird dabei, dass es noch nicht einmal in allen Verwaltungen einen Datenschutzbeauftragten gibt. Und dort, wo es Datenschutzbeauftragte gibt, werden diese mit zusätzlichen zeitraubenden Aufgaben betraut. So können diese Datenschutzbeauftragten ihre Aufgabe, die das Datenschutzgesetz vorsieht, nicht nur oder nur zum Teil wahrnehmen. Ähnlich sieht es bei den Datensicherheitsbeauftragten aus, die zum Teil sogar externe Mitarbeiter sind und den jeweiligen Behörden nur zeitweise und zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen. Das ist die Realität in den Berliner Behörden. Ich meine, angesichts der wachsenden Bedeutung von Datensicherheit und Datenschutz ein unhaltbarer Zustand. Und dabei habe ich noch nicht mal das Thema technische Ausstattung und Fortbildungsangebote für Datenschutzbeauftragte angesprochen. Auch gibt es immer wieder Beschwerden darüber, dass der Berliner Datenschutzbeauftragte und die Datenschutzbeauftragten in den Behörden oft genug zu spät oder gar nicht in Planungen, Vorhaben und Gesetzesinitiativen einbezogen werden. Selbst der Rat der Bürgermeister weist in seiner Stellungnahme zum E-Government-Gesetzesentwurf darauf hin, dass in der derzeitigen Fassung die behördlichen Datenschutzbeauftragten von ihrem Recht auf angemessene Informationen zu den angewandten IT-Verfahren abgeschnitten werden können, wenn sich bei der behördenübergreifenden Verfahren die beteiligten Stellen auf einen Datenschutzbeauftragten aussuchen können. Die behördlichen Datenschutzbeauftragten werden von ihrem Recht auf angemessene Informationen abgeschnitten. Ich meine, das Ganze hat einen bitteren Beigeschmack und Datenschutz großgeschrieben sieht anders aus. Erwähnen möchte ich hier nur an der Stelle auch die Mitbestimmungsrechte und Mitwirkungsrechte für den Hauptpersonalrat und die Schwerbehindertenvertretung werden bei diesem Gesetz auch eingeschränkt. Von der SPD hatte ich da eigentlich was anderes erwartet. In diesem Zusammenhang möchte ich vom Berliner Datenschutzbeauftragten aufgerufene Punkte erwähnen, die wir im Ausschuss aufrufen werden. Dies betrifft den Schutz von Mandatsgeheimnissen und Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die weitreichende Befugnis der Polizei, Daten an Nachrichtendienste zu übermitteln, die Überwachung durch Videokameras und die Erfassung von Bewegungsdaten in Wohnheimen für Asylsuchende sowie Videoaufnahmen in Kitas, die gemeinsamen Terrorabwehrzentren, in denen Berliner Behörden Informationen mit anderen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Behörden des Bundes und der Länder austauschen. Bereits im Jahresbericht 2013 hat der Berliner Datenschutzbeauftragte die Frage gestellt, ob es Konsequenzen aus dem anhaltenden NSA-Skandal gibt. Auch im Jahresbericht 2014 stellt er diese Frage. Ist uns allen bewusst, dass durch die Aktivitäten der NSA und anderer Geheimdienste der Schutz der Privatsphäre und insbesondere unser Recht auf freie, unbeobachtete Kommunikation gefährdet sind?
Was bedeutet dies für unsere elektronische Kommunikation, wenn wir Internetseiten aufrufen oder Informationen über E-Mails austauschen? Und hierzu die Stichworte Vorratsdatenspeicherung und das Recht auf Vergessen. Bereits in meiner Rede zum Jahresbericht 2012 habe ich gesagt, dass der Datenschutz in den vergangenen Wahlperioden einen anderen Stellenwert hatte. Angesichts der Fechterung des Innensenators, der Datenschutz wird in Berliner Behörden großgeschrieben, und angesichts der Realität im Umgang mit Persönlichkeitsrechten muss der Datenschutz wieder einen anderen Stellenwert erhalten. Ich danke Ihnen.